Sei mal ruhig da draußen, das Auto, Mann. Okay, jetzt geht's los. Servus, liebe Leute. Heute zu einer weiteren Folge. Wir haben eine kostenlose Riesentruhe bekommen. Direkt die erste Truhe nach dem Update. Update, hier könnt ihr kurz durchlesen, falls ihr es nicht wisst. Gönnt euch, ich werde es jetzt nicht vorstellen. Das gönnt ihr euch einfach mal selber. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch mal gleich in die Riesentruhe. Naja, schon die Silbertruhe. Prinzessin, episch. Boah, echt eine epische Karte, dunkler Prinz, krass. Und Riesentruhe. Lass mal Augen zu machen, ich habe meine Augen zu und jetzt will ich nicht vorbeidrücken, okay. Achso, das erste ist ja Gold. 1529 Gold, ich mach die Augen zu. Ja, ist jetzt offen, ja. Boah, Feuergeister, 67 Mal, naja. Komm, jetzt ein Rarecard. Nein, Tesla, Tesla will ich gar nicht. Was würde ich mir denn als Rarecard wünschen? Hogrider wäre geil. Hogrider. Ach, den Ofen. Nein. Shit, was sind das für Karten, Mann? Die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Wer wollte die haben? Digga. Nein. Digga. Was? Ich würde sagen, wir gehen noch in den Fight. Und... aber davor upgraden wir noch ein bisschen was. Hier die Feuergeister. Upgrade ich immer gerne. Ah, wartet. Oder ich spare jetzt auf den Royal Giant, was viel schlauer eigentlich wäre. Denn den brauchen wir eigentlich demnächst noch höher, deshalb sparen wir erstmal. Und wir gehen mal in den Fight rein mit dem Royal Giant oder dem königlichen Riesen und die Kirchenglocke soll mal ruhig sein. Royal Giant ganz besonders, hat eine größere Reichweite bekommen, richtig, richtig geil eigentlich. Kann man mal machen. Und daher haut er jetzt richtig rein in die Scheiße. Magier hinterher. Magier. Komm, Magier. Hau den weg. Shit. Das hat er gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Hat er nicht schlecht gemacht. Ah, shit. Mach den Magier kaputt. Dreckverdammter. Mein Bruder hat jetzt ja auch gestartet mit Clash Royale. Hoffentlich feiert ihr es. Ist diesmal nicht auf Englisch. Auf Englisch kam es ja nicht so berauschend an. Deshalb macht er es auf Deutsch mit seiner Knights Rage to the Top Serie. Ist ziemlich geil eigentlich, fand sie geil. Und die Idee ist eigentlich auch ziemlich geil, ist neu. Habe ich noch nirgends auf YouTube gesehen, dass jemand so eine Idee hatte mit dem Knight. Ja, oder mit irgendeiner anderen Truppe, das so artig oder derartig sowas zu machen, keine Ahnung. Habe ich noch keinen gesehen, also sind wir die Ersten. Ich hoffe, das gibt auch natürlich ein paar mehr Einschaltquoten. Muss. Einschaltquoten sind immer Pflicht. Jetzt setzen wir mal den Magier, den Mage und... ja, was warten wir? Na, Prinzessin, komm. Prinzessin hinterher. Magier und Prinzessin. Na, scheiße, die Prinzessin hat nicht ein Hit gelandet. Wie machen wir jetzt den Royal Giant jetzt am besten am Arsch? Ich würde sagen Skelettarmee. Oh, shit. Ich würde trotzdem sagen Skelettarmee. Shit, mach den Royal Giant doch am Arsch. Oh, sieht gar nicht gut aus. Jetzt kommen wir mit der anderen Seite mit einem Hogrider, denn der linke Tower ist eh schon futsch und da brauchst du gar nicht mehr drauf hoffen. Und jetzt setzen wir den normalen Magier, dass er die Lakaien ein bisschen abräumt und ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber auch gar nicht mehr so gut, kann besser laufen auf jeden Fall. Frage ist, trifft der königliche Riese, wenn da das Ding? Muss er. Wir setzen den Fireball auf die... wie heißt sie denn? Prinzessin. Auf die Prinzessin setzen wir den Fireball und haben gleichzeitig so den Tower eigentlich safe down. Tower down. Sieht eigentlich alles ganz recht passabel aus, bis auf die Tatsache, dass wir den hinteren Tower gleich verloren haben. Naja, geht besser, Jungs. Erstes ist Start. Wird natürlich leider eine Niederlage werden. Traurig aber wahr. Wird eine Niederlage, tut mir leid. Ich bin einfach scheiße in dem Spiel. Und leider haben wir es jetzt verkackt. Natürlich werden wir noch einen Fight machen. Ja, setzen wir noch einen Feuerball einfach mal hier drauf. Gutes Spiel, scheiß drauf. Ja, 3 Sterne werden wir nicht mehr kassieren, aber 2-1 verloren ist ein bisschen bitter. Aber kann man nichts machen, hat die Truppen auch wesentlich höher wie wir. Ist ein Level 9er. Kann man auf jeden Fall mal noch nachziehen. Also, was könnte man denn ändern? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet oder was ihr machen würdet, wenn ihr dieses Deck heil hättet und testen würdet. Ich habe überlegt, Golem noch mitzunehmen, aber der ist mir ein bisschen zu teuer gewesen. Red Devil. Den machen wir fertig.
Digga, dich machen wir fertig. Ja, Mann, Hog Rider und Prinzessin Power. Wie ich das liebte, die Anfangstaktik. Hog Rider und Prinzessin. Prinzessin, das ist mir schön und überlebt. Geil. Prinzessin überlebt, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Das ist wichtig. Das war auch gut. Das war auch gut. Das war auch gut, Freunde, in der Nacht. Jetzt kommen wir mit Magier und er hat den Feuerball vorher schon gesetzt. Das heißt, wir haben einen kleinen Push am Laufen mit 2, 3 Barbaren. Ich sehe es nicht. 2 Barbaren. Jetzt noch ein und dem Mage. Alles in Ordnung. Alles gut. Führen auf jeden Fall jetzt mal grundsolide. Auch ziemlich verdient, muss ich sagen. Und zack. Scheiße, das habe ich nicht gut gemacht. Das habe ich nicht gut gemacht, Freunde der Krankengymnastik. Ja, jetzt macht der Eismagier auf jeden Fall die Prinzessin down. Ist in Ordnung, war in Ordnung, war in Ordnung. Prinzessin wird jetzt hergepflanzt, um noch ein bisschen Schaden zu machen auf den Tower. Mit dem Eismagier zusammen. Ist in Ordnung. 814er auf dem Tower. Ja, ein bisschen weniger jetzt noch. Da wir jetzt ja ein bisschen rassiert haben. Ja, Barbaren, wir setzen die Skeleton-Army. Das war echt dumm. Das war dumm, Pascal, das war dumm. Nee, war ich klar. War ich gut, war ich gut. War gut, Pascal, gute Aktion. Gute Sache, gute Sache, gute Sache. Ich würde sagen, wir kommen von dieser Seite gleich mit einem Königsriesen hinterher. Back to the roots. Und wir haben den Tower. Wir haben den ersten Tower. Jetzt können wir nur noch auf Arschlerreaktion auf Defensive spielen, was wir wahrscheinlich auch vielleicht machen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir sind kein Arschlöch. Oder keine Arschlöcher. Machen wir nicht. Hier, sieht eigentlich gut aus. Prinz auch da und gleich mal mit den Barbaren, die wir vorgeschickt haben. Alles grundsolide. Eismagier war gerade voll für die Katze zu setzen. Naja, kann man mal bringen. Kann man mal bringen. Ich setze jetzt hier das Schweinchen. Macht vielleicht 1-2 Hits auf den Tower. Das wäre voll gut. 1-2 Hits wird mir auch schon reichen. Und jetzt setzen wir den Magier, der die Barbaren ein bisschen cleart. Und da setzen wir die Barbaren. Und dahinter setzen wir auf jeden Fall mal den Eismagier. Eismagier ist ready und Schweinereiter. Jetzt haben wir einen riesen Push eigentlich am Laufen. Jetzt müsste eigentlich richtig hart was gehen. Setzen wir hier mal was hin. Nein, ist auf die falsche Seite. Shit, falsche Seite. Jetzt haben wir den Magier gehabt. Schade. Ja, Prinz holt jetzt unseren Tower weg. Ist scheißegal, weil wir jetzt 2-1 führen. Und 2-1 reicht ja locker, reicht ja locker. 2-1 ist besser als gar keins. Und jetzt müssten wir vielleicht noch den vorderen Tower holen können. Für 3 Kronen. Für 3 Kronen. Ja, den werden wir auch holen. Den werden wir auch holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich hab ein bisschen gut improvisiert und habe auch gehofft, dass wir wirklich die 3 Sterne holen. Goldruhe, 15 Münzen, alles easy und dann würde ich sagen, 8 Minuten Video passt soweit, denke ich. Also würde sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Konzept, easy, chillige Runde. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Like nicht vergessen. Like geil ist mein Life. Ach Gott, Pascal, halt's Maul. Halt dein Maul. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5